Solange ihr da draußen die gelben Säcke vor meine Garage stellt. So lang kommt der Junge da. Was tust du hier? Ah, du hast die Klaue, du Schwein. Es ist was. Einem Zirretta oder mal 2 Euro Stück. Es ist was ganz Furchtbares passiert. Carsten, willst du selber erzählen? Nein. Carstens Traktor ist kaputt gegangen am Wochenende. Anlasser. Schweigesekunde. Fahren auf Halle. Naja, wenn es der Anlasser wäre, wäre es ja nicht so wilde. Was ist das Schwungrad vom Anlasser? Nee, das Schwungrad nicht, aber der Zahnkranz vom Schwungrad. Können wir da nicht irgendwas dran schweißen? Nee. Nee. Und Carsten, ich habe Carsten heute früh, das ist auch cool, wir haben eine Palme gekriegt. War? Ja. Und mein Vater hat eine Palme besorgt, die ist ganz cool. Und ich mag ja Pflanzen und die, wieso musste die so eigentlich weg? Weiß ich nicht. Egal, auf jeden Fall sollen wir mit der Palme sprechen, dass sie auch gut aussieht, damit die wächst. Nee, du musst dir erzählen, dass sie gut aussieht. Du sollst mit ihr sprechen und ihr sagen, dass du eine schöne Palme bist. So startet hier ein Montag. Geil, wa? Oh, ja. So, aber wir haben etwas sehr Geiles mit euch vor. Bist du ein hässliches Ding? So. Dicker Mensch, wenn die jetzt eingeht. Du weißt, die kommt zu Weihnachten morgen. Oh. Das kannst du dann verantworten. Und zwar haben wir, Thema Weihnachtsmarkt, wird heute ein bisschen aktuell. Wir haben ja immer wieder versucht, was Neues zu machen oder was anderes zu machen. Anders als andere. Kann man das so sagen? Hat ja hier noch nie geklappt. Und wir haben heute was Kulinarisches mit euch vor. Und zwar wird Süße. Der Kindschnitzel nach Hause? Wenn das paniert, frittiert, in Eis einwickelt. Wir haben heute einen Bekannten von mir aus Belgien und der hat einen übelst langen Bus. Und der ist mit seinem Gefährt da. Bevor wir jetzt irgendwas, also bevor jetzt irgendwas passiert, feiert unser Sebastian jetzt erstmal einen Porn ab. Serviert. Wir sind jetzt, also pass auf, wir sind jetzt dabei, dieser junge, charmante, gut aussehende Mann, was ich habe ja auch schon ein bisschen, ne? Du hast zum Beispiel schon Weltausstellung in Shanghai gekocht. Was du alles schon bist. Du. Ja, ja, tatsächlich ja. Ja, Weltausstellung in Shanghai hast du schon. Aber weißt du was, ja. Da ist die Kamera, stell dich doch selber vor. Okay, na, ja, ich bin Franke, Professor Goldbanane seit neuestem. Und bin irgendwie vor einem halben Jahr an dieses Gerät gekommen und dachte, wow. Das war schon eine Bar, nachdem es ein Fisch-LKW war, aber dieses Bar-Ding fand ich eh geil. Ich dachte, das müssen wir jetzt ein bisschen noch verzieren und vermachen. Und da ich mir Prana Banana schützen lassen habe vor 7 Jahren und ich wusste wofür, als ich das cool fand, dachte ich so, wir bauen ein ganzheitliches Gute-Laune-Konzept. Essen, Trinken, Licht, Laser, Nebel, Suff, gute Laune. Das Ganze autark, also Rave auf dem Elb. Wiesen, Hochzeit auf dem Brocken oder, weiß ich nicht, 500 Mann Hoffest, alles möglich. Wie kam es zum Namen Prana Banane? Weiß ich, ich war mal auf einem Seminar in tiefsten Spanien und da war jemand, der war irgendwie zwischenzeitlich auf so einem komischen Trip und hat, der Seminarleiter hat irgendwie alles versucht, so
marketingwerbungsmäßig da mit irgendwas Tollem zu versehen. Und da gab es Back to Power und Back to Base und lauter Zeug, alles war so Nahrungsmittelergänzung, spiritueller Klimbim, was nicht gesehen. Und der Besitzer sagte, Mensch, weißt du was, Prana-Banana, ich weiß nicht warum, habe ich letztens irgendwie in der Nacht von geträumt, da rein, da kann man das was machen. Und dann habe ich das irgendwie so aufgenommen, habe es zu Hause jemand erzählt und der hat gesagt, irgendwie ja, cool, klingt irgendwie. Weißt du, warum? Und jeder fragt immer, warum? Ich sage, ich weiß es nicht. Steve Jobs hat jetzt auch nicht Steve Jobs Computer-Reparaturservice gemacht, sondern Apfel. Oder ich finde es ja cool. Aber und ich weiß nicht warum, ich will das immer drauf rumreiten und mal gucken, was man da machen kann. Ich finde die Idee dahinter geil, einfach das zu machen. Und genau darum geht es ja auch bei uns gerade. Der junge Mann ist mit seinem Team zum Weihnachtsmarkt da. Und das ist einfach ein Typ, aber ich scheine das anzuziehen. Die ganzen Freaks. Ja, Wocker ist auch so ein Freak, der das Ding gesprüht hat. Ach so, ja. Also die Freaks, die ziehen wir alle an. Die coolen Freaks. Ja, ich mag die ja. Ich mag ja solche Menschen. Ich mag diese Normalen nicht. Die habe ich ja hier bei uns, Carsten, Sebastian. Das sind ja Normale, weißt du? Na gut, du mittlerweile auch nicht mehr. Und wir zeigen euch heute, was der junge Mann, ein Teil davon, was der zum Weihnachtsmarkt macht. Und ihr werdet die Ohren anlegen. Ich würde sagen, bevor wir jetzt hier Chaos verfallen. Oh ja. Das war geil. Das war übrigens nicht alkoholfrei, oder? Was ist das jetzt hier? Das ist unser Lumumba. Den haben wir angesetzt mit einer guter Butter. Das ist ein Kakao mit Rum, wenn man so will, aber angesetzt mit guter Butter. Also entöten, zum Saufen hast du. Zum Saufen, genau. Entöten Kakaopulver großen Teils, aber auch ein bisschen Schweinekakao, den guten alten Gesüßten, den man Kindern, manche Leute ihren Kindern früh an den Tisch stellen. die Schokosoße haben wir selber gemacht. Wir lassen in Butter so Gewürze an, Sternanis, Nelke, Zimt. Die sind das dann offen mit 1/4 Sahne, 3/4 Milch. Und dann gibt es oben noch so ein bisschen Schokosoße und Sahne drauf. Und dann müsste man... Also ist alles für den Arsch. Also wirklich, wenn du hier nicht zunimmst... Kannst ist du nicht. Das ist ja süß. Ich kämpfe auch immer mit dem Brechreiz, aber... Man kann dich aber auch buchen. Also wenn du sagst jetzt hier, pass auf. Ich bin noch ein bisschen hinten nachher. Das geht mir alles. Es geht super schnell. Das Ding ist quasi hier fertig gemacht worden. Nochmal danke dafür. Das war mega. Wir durften ja in deiner Halle lackieren. In der Woche sagt es ein Kuli. Oha. Ja. Und dann ging das eigentlich ab sofort super los. Und ich habe eigentlich nächstes Jahr richtig Bock damit viel zu machen. Und dieses Jahr war es mir eigentlich fast alles zu schnell, weil ich wollte gar nicht. Aber es war irgendwie, muss. Und ich sage, am Ende freue ich mich, weil es ist eigentlich ein fertiges Produkt jetzt, was man, je nachdem, was man machen will, kann man das eben, es ist völlig leer, aber mit allem equipbar. Also ich kann Menüs kochen für 300 Leute, richtig geil, wir haben Platz wie Sau, wir können irgendwelche Buffets stellen, wir können es auf Märkte stellen, wir können eine Disco machen, wir haben eine beravebare Dachterrasse, wir haben Abschlag auf dem Dach, also quasi so ein Golf-Driving-Contest können wir machen. Das mache ich selber gerne. Du spielst Golf? Naja, sehr laienhaft, aber ich finde es einfach geil, den Ball zu hauen und zu gucken, wohin fällt, den zu suchen. Ja, echt. Das ist nicht einfach. Das ist sowas wie, vielleicht wie Bogenschießen oder sowas zu vergleichen oder so. Muss ich wirklich konzentrieren, das Ding die ganze Zeit angucken, auftauchst du dann daneben. Auf jeden Fall, macht mir Spaß. Also nach 4 so eine Dinger daneben kloppen, bin ich ganz sicher. Sebastian, willst du mal, warte mal. Ach so. Komm mal her. Also wir haben ja auch Kameramann mitverköstigt hier. Naja. Da hinten ist übrigens unser Eulmann. Ja, warum der hier ist, erkläre ich euch nachher. Kennst du das? Oha. Also, oha. Gute Reise. Direkt. Nee. Ich muss nach Auto fahren. Frankie, ja? Wir haben jetzt so leicht Glühstrom. Ja. Jeden die Reise jetzt weiter. Wir können jetzt weitermachen mit unserer Schweinsbanane. Klär das mal den Leuten draußen. Ich hab's nicht gehört. Was ist denn eine Schweinsbanane? Und hast du mir erzählt, dachte ich also noch. Bei einem Hotdog zum Beispiel hast du ja auch so Brötchen außen rum. Dann kommt diese Wurst rein und Sauerkraut oder Röstzwiebeln dazwischen. Ja, und dann hast du quasi so eine Wurst im Brot. Da wir jetzt aber das süß machen, ich mache jetzt auch gerne eine Banane mit Speck und Wickel gegrillt, aber wir machen ja süß bei dir. Banane mit Speck und Wickel gegrillt? Ja, nichts. Ist das nicht bekannt? Bauchspeck. Und dann relativ grüne Bananen, gibt man in einen richtig heißen Grill, dass das Fett ausbrät und quasi hast du dann wieder dieses süß-salzige. Oh, meine Güte, ey. Können wir im Sommer machen.
Zurück zur Schweinsbanane, genau. Also, wie gesagt, machst du halt einen Pfannkuchen. Und in den machst du so eine Leinsahne. Dann kommt da rein Honig. Normalerweise Eierlikör habe ich jetzt nicht mit, aber Schokosoße. Dann, genau, und dann kommt das in so eine Hotdog-Tasche und dann hast du quasi, achso, Banane. Banane normalerweise ganz, ich werde sie einfach mal ein bisschen schneiden, sonst wird es ein bisschen viel. Und dann hast du quasi so einen Bananen-Crepe-Hotdog mit Schokosoße. Hast du sowas schon mal gegessen? Nee, aber ich Zahn tropft. Kann los gehen. Du, hast du sowas schon mal gegessen? Jeden Tag, käme. Ja, ja. Auf jeden Fall. Es geht los, es geht los. Das ist jetzt zu falsch, Moment. Bauen wir das quasi so ein hier, so. Und dann sieht das im Prinzip so aus. Das ist das, wovon ich gesprochen habe. Willst du auch eine haben, Papa? Quasi ein Hotdog mit Banane. Ja, Kostet. Süß. Das ist was Süßes. Kostet. Was? Ja, Essen. Ich will erstmal. Das ist was ganz Leckeres. Schweinsbanane. Schweinsbanane ist immer gut. Das hier ist Banane mit Pfannkuchen, Sahne und Pomodoro. Also, das ist ja, wenn wir das so sehen gerade, ist das ja wirklich essenstechnisch mal was ganz anderes. Mmh. Außer das schmeckt. Du guckst schon, du gierst schon oder so? Alles gut. Die Frage ist, ja. Wo kulinarisch hat ja jedes Land seine Vor- und seine Nachteile oder Vorzüge. Was kickt dich am meisten? Die Frage kenne ich und die wird mir schon tausendmal gestellt. Und mich kicken generell immer so Sachen, die sehr authentisch sind. Die nicht die irgend so ein... Oder Abwandlung davon, also eher so... Normale Sachen mit Extrem. Normale Sachen und mit hohen, sag ich mal, hohen qualitativen Zutaten, so wo ich sage, die gibt's dort nur, diese Zutaten gibt's einfach nur dort oder diese Kochart und Weise kennt man nur dort. Dann finde ich cool, also auch gerne von einfachen Leuten so die Rezepte finde ich gut. Und da würde ich mich jetzt nicht auf irgendein Rezept oder irgendeine Gegend versteifen, weil sehe ich nicht. Also das kann in Deutschland sein, das kann hier sein. Hier gefallen mir so, ach, damals, dass meine Omi immer so gekocht hat, sind geile Sachen. Und die mache ich dann selber anders oder, naja, einfach gut. Einfach gut, ja, das ist es. Hast du einen Vogel oder was? Ja, du bist der Erste. Wer ist denn hier noch? Dein Papa? Ich? Hau rein oder ich es? Ich. Eins habe ich noch. Schlechteste Kritiken von allen Ärzten. Ein frittierter Schokoriegel wäre wohl angeblich nicht so gut. Den Gewicht einfach reinschmeißen. Für die Gesundheit, wobei ich da absolut nicht von überzeugt bin. Ja, halt mal an. Mach doch. Ach so, das ist ja ein Ding. Jensi fotografiert vorher noch einmal. Jensi ist nicht da. Wo ist denn der da? Der letzte Customer. Oh, jetzt nehmen wir. Klient. Achso, Sebastian, Entschuldigung. Dahinter, der ist. Danke für deinen Einsatz. Ich wollte mal fotografieren, so wie ich es mal gesehen habe. Also, ihr seht. Die Kirschen schmecken gut. Ich traue mich, das andere Fasolien zu essen. Weiß da mal rein, ich will bis am See sitzen. Was ist da außen drum schon gleich? Das ist Backteig. Das ist ein Backteig aus Rotkäppchensee. Willst du mal kurz halten? Oh ne, das ist zu gefährlich. Ist das Hees? Mitte. Mitte. Weiß da mal rein, richtig. Warte mal, ich zieh meinen erstmal ein bisschen weiter weg. Rotkäppchensekt, Zuckermehl, Backpulver. Genau, die Pflanzen. Oh, okay. Also, natürlich. Ich meine, musst du, also. Nee, das ist ein schottisches, eins der schottischen, schweinischen Gerichte. Lass fallen, das ist alles. Die ist unten. Das war eben mein. Wenn nie hört. Unfassbar. Wie sagt man mal das? Also, das letzte, was jetzt noch kommt, ist frittiertes Vanilleeis. Nee, ich hab noch Hunger, das ist gut. Immer noch keine Pommes? Kommt auf den Pommes noch was drauf? Hier kam noch zweimal ohne. Porschell? Porschell? ja. Also Frankie wird ab Samstag hier sein bei uns, Samstag, Sonntag. Vielleicht baut er Freitag schon auf, ich weiß es nicht. Ja, guck mal, wenn es was gibt. Machen wir schon mal 3 Tage erstmal? Nein, 2 Tage. Na, die Schnitzer sind noch Freitag schon da. Das heißt, abends, du kannst mit deinem Hund kuscheln, Carsten. Wir kriegen das hin. Nein. Alternative! Und das ist jetzt einfach nur Eis frittiert. Wie soll denn das gehen, bitte? Ein heißes Fett getragen und dann. Nee, du musst es. Das ist eine Wiener Panier. Klassischen Sinne, ne? Eine Wiener? Eine Wiener Panier ist quasi. Das ist bekannt vom Wiener Schnitzel, ne? Ja, also quasi mit. Aber ich habe Kokosmehl genommen. Auch schön. Das zu melieren und dann. Ja, selber gemahlenes Weißbrot eben. Und dann. Ja. Und dann wird das eben quasi erst ins Mehl, dann ins Ei und dann in die Brotkrümel rein.
Und dann wird das kurz in einem heißen Fett. Das führt halt dazu, dass sich die Außenseite verkapselt. Ja. Und dadurch kann das drinnen quasi kalt bleiben. Da steht. Ja. Alter, da ist es. Jan, komm her. Komm her. Schnauze halten, essen, nicht überlegen. Nicht überlegen. Nicht über. Nein. Das macht sich besser. Das macht sich nicht besser. Piept mit unserer Zeit verzögert. Was ist das jetzt, das Eis? Lamborg! Ja. Ja. Ich habe mich mein Leben lang von solchen Klischeekümmern ferngehalten und ich gehe da nicht rein. Das ist Eis. Muss ich da beeilen, oder? Also, ich muss ja sagen, das ist auf jeden Fall kulinarisch was ganz anderes. Was anderes? Ja, klar. Es macht einfach Freude, sowas zu essen. Ja, freilich, da haben wir, deswegen macht man das eigentlich. Weitestgehend als Koch macht man das ja für andere Leute, damit die irgendwie wiederkommen. Und das machen die am ehesten, wenn es denen Freude macht. Also, ich muss sagen, das ist wirklich Wahnsinn. Ich freue mich darauf wirklich. Ich freue mich auch, dass die anderen. Ja, wie spuckt? Ja, mach ruhig. Ich freue mich auch, das ist immer so eine schöne Sache, ich freue mich, dass die anderen Leute in diesen Genuss kommen, das zu erleben. Weil es ist ja ähnlich wie bei dir, du machst, hast ja gerade gesagt, du machst das, um Leuten eine Freude zu machen. Ja? Wir machen das mit künstlerischen Mitteln, du machst das mit, ja auch mit künstlerischen Mitteln, aber in Form von Essen. Ja, das ist schon gut, ja. Und das ist doch geil. So, Frankie, bevor wir jetzt das Thema wechseln. Erzähle. Du bist unser Gast heute. Ja, was kann ich für dich? Oh, was, da gibt's was geschenkt, oder? Ich finde eigentlich, erzähl. Das finde ich immer schön, du hast das letzte Wort. Ach, das letzte Wort. Mhm. Mhm. Ja, wir haben das angefangen hier. Und auch genau mit der Motivation, wie er gesagt hat, ich für meinen Teil finde, dass einfach die Leute sich nicht genieren sollen, auch gute Laune zu haben, zu feiern, wann sie können, wie sie können, so oft sie können. Und das wollen wir hier in die Welt bringen, so oft wie möglich. Aho. Und wir werden dafür sorgen, dass die Leute zum Weihnachtsmarkt hier erstmal dich kennenlernen. Und ich finde das wirklich wichtig. Ja, gut. Ich auch. Mal sehen, ja. Ich freue mich wirklich sehr. Das kann nicht sein. Ja, und jetzt werden wir uns noch kurz genießen, kurz beraten. Und dann kommt noch mal ein kleines anderes Thema, was nebenbei am Rande so völlig gaga ist. Aber cool. Sebastian, willst du noch irgendwas sagen? Nee, nur das letzte Wort wieder mal nicht geklappt hat, wie immer. Aber nicht schlimm. Vielleicht war das letzte Wort nicht so wichtig. Wir blenden jetzt rüber auf das nächste Thema. Also der Kater macht das bestimmt. Ja, aber ich finde, nochmal, Frankie, vielen, vielen Dank, dass du heute uns einen kleinen Einblick gegeben hast. Es ist nicht selbstverständlich, es ist natürlich auch alles mit Aufwand verbunden, das darf man nicht vergessen. Und ich bin echt stolz darauf, so ein geiles Teil bei uns zum Weihnachtsmarkt da zu haben. Ich würde sogar so weit gehen, du bist mein. Also rein vom Wagen her und vom Typ her mein persönliches Highlight. Scheiße, war Latte hochgelegt war. Aber nee, ist mein Ernst. Also freue mich wirklich drüber. Freut mich. Ich danke dir erstmal, dass wir das hier machen können. Wie gesagt, ich fange damit an und ich habe richtig Bock, Leute zu begeistern. Ich war's nicht. Ich habe ja gesagt. Wir haben noch ein zweites Thema, den Jens Kenter, das ist unser Eulenmann, der eigentlich bei jedem Festival, bei jeder Veranstaltung halt auch mit hier ist und wo man sich mit den Tieren ablichten lassen kann, fotografieren lassen kann, auch selber Termine machen kann. Dem Jens, auch wenn jetzt vielleicht komische Kommentare kommen würden, den liegt Tierschutz schon sehr am Herzen, uns auch. Deswegen sind wir auch noch hier. Wir planen für hier, weil ihr habt relativ harte Anfragen aus der Region, relativ viele auch verunfallte Tiere, die hier gefunden werden, die, hier, die ihr hier von hier holt. Wir planen hier eine Außenstelle zu machen für die Vögel. Wir wollen zwei Volieren bauen, einmal für Steinadler und einmal für Uhus. Willst du kurz übersetzen, was dein Gesichtsausdruck gemeinte, als ich gerade Steinadler gesagt habe? Heute nicht, wa? Deswegen ist auch gerade hier, wir gucken jetzt, wo man eine Voliere platzieren könnte. Jeweils, wir müssen uns an verschiedene Bestimmungen halten. Und ja, es gibt ja bei solchen Sachen als Falkner, du hast ja Regeln, du hast ja Gesetze, es gibt auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedliche Gesetze. Und an die wollen wir uns aber einfach halten und da müssen wir einfach gucken, wie wir jetzt am besten verfahren. Dass er das schon mal gehört hat, nebenbei am Rande, dass es wahrscheinlich irgendwann, wir müssen das natürlich planen, Genehmigung durchlaufen,
und so weiter, aber dass es sowas hier später geben wird. Da sind wir jetzt gerade dran. Und ich glaube, dass wir da auch aktiv in dem Bereich einen Teil zum Naturschutz beitragen können, weil die Eulen, sage ich jetzt mal, oder die Uhus, die ihr ja holt, ja. Die kannst du ja, die musst du ja teilweise auswildern, aber das ist ja ein langer Prozess. Das passiert ja nicht von heute auf morgen. Die müssen sich erholen, die müssen sich an gewisse Gegebenheiten wieder erst neu gewöhnen. Und ich denke, weil wir ja hier auch mit diesem, nennen wir es mal, kleineren Hogwarts hier, was wir mal bauen wollen, passt das ja schon irgendwo mit hin. Auf jeden Fall. Und ja, kommentiert gerne mal, was ihr davon haltet. Das würde ich ganz gut finden. Ja, ihr seid zum Weihnachtsmarkt natürlich auch wieder da. Wir sind auf jeden Fall hier. Und ansonsten, Sebastian, du weißt, ich weiß ja, wie du über das Thema Volieren denkst und große Vögel und du bist ja dafür, also du denkst ja noch, noch wieder eine Idee, aber das ist der Punkt. Aber ich habe ja nicht gesagt, wann wir das machen, oder? Ja, ich denke mal zum Weihnachtsmarkt, ich hatte. Nee. Tatsächlich würde ich jetzt mal sagen, nee. Erstmal Balkon, dann Kolosseum und dann, ja. Dann Adler. Beides. Wir gehen mal gucken, wo wir es bauen, oder? Ja, wir gehen mal gucken, wo wir es bauen. Wollen wir euch das, ich würde es mal noch, wollen wir den Leuten das noch zeigen, wo wir es eventuell hinmachen? Können wir mitnehmen. Ich habe eine Idee, wir gehen jetzt mal zu zweit raus und gucken mal, wo wir es eventuell machen könnten, ob das so passend wäre. Oder, ja. Schauen wir uns mal an. Ja, na los. Tatsächlich ist es bescheuert. Tatsächlich finde ich immer noch die Idee extrem cool, dass wir sagen, okay, wir bauen das hier rein. Also wirklich so groß, wie das Dreieck ist, weil, gut, vielleicht, ja, also das könnte man ja lassen, dass man so rantritt. Da geht man hier noch, was weiß ich, 50 cm oder 10 Meter zurück, ja, 10 Meter zurück und baut dann hier wirklich über das komplette Dreieck die Voliere. Weil, wenn man jetzt oben auf dem Balkon steht, sieht man es, das bindet sich alles ein bisschen ein und wir haben unten noch halt ein bisschen Erde. Finde ich eigentlich ganz cool, weil ich möchte sie gerne im Blick haben, sage ich jetzt mal. Da drüben weiß ich noch nicht, was da stattfinden wird später, wie sich das Ganze entwickelt und ich hätte sie gerne ein bisschen weg vom Krach. Ja, das ist richtig. Ja, also wir wollen ja, also es geht darum, aktiv einen Tierschutz zu betreiben beziehungsweise Nachhaltigkeit zu betreiben, was die Sache anbelangt. Und ich sag mal, wenn wir diese Hauswand annehmen und dort wirklich bis zur Ecke gehen und hier eine Ecke machen, dann haben wir eine wirklich große Voliere. Ja. Also wir werden zwei machen, sage ich jetzt mal. Und ja, natürlich eine Seite entweder zu, damit das halt geschützt ist. Und wir haben mal gucken, wie wir das lösen. Man kann die ja mit Holz bauen. Was ist da für Draht notwendig? Welchen brauchen wir da? Also bei den großen Tieren brauchst du am besten Maschendraht. Ganz normalen Zaun, Maschendraht. Ja, bei dem U geht's doch auch, oder? Ja. Der wäre das nicht so gut. Warte, da macht der durch. Ja. Aber bei den Us, wir wollen ja die großen Tiere haben. Ja, warum wohl? Ich will keine Kleinen. Ja? Ich mal nicht. Ja doch, aber die hauen ja auch was ab bei mir. Aber wenn ich mir denke, das können wir hier hinbauen, das halte ich für sehr, sehr cool. Das ist groß genug. Und wir können ja da wirklich mit Baumstämmen arbeiten und dann eine Latte von hinten. Also wir können das ja sukzessiv aufbauen. Muss das oben zu sein? Ein kleiner Teil sollte zu sein. Nur, ich sag mal, ein Viertel von der Voliere reicht völlig aus. Dass die einen Rückzugsort haben, wo sie wirklich trocken sind. Na, wo die trocken sind. Mehr nicht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel habe, ich habe jetzt hier eine Ecke, machen wir hier überall so eine große Ecke, sag ich mal, von 15 Quadratmetern ungefähr, dass die überdacht ist an der Stelle. Reicht, weil da könnte man eine Pergola bauen und dann hat das natürlich auch wieder ein bisschen Stil. Ja. Ja, finde ich cool. Kannst du. Und Maschendraht ist ja nicht so das Teure. Das muss natürlich so gesichert sein, dass keiner rein kann, das ist auch klar. Ja. Also das ist natürlich nicht einfach so, dass man sagt, ja, hier. Also es muss gesichert sein, dass keiner rein kann und es muss eine gewisse Höhe haben. Also ich würde wahrscheinlich schon über dem Segment bleiben. Ich würde schon 4-5 Meter hoch bauen, damit der Adler auch mal die Flügel ausbreiten kann, wenn das groß genug ist und oder die Eulen. Vielleicht machen wir auch keine Adler, vielleicht haben wir auch zwei Vogelbojahren, wo immer Männchen und immer Weibchen tassen. Kann man zwei Männchen zusammenhalten? Kannst du. Wenn du die dran gewöhnst von Anfang an und dich damit befasst, die langsam dran gewöhnst, machst eine Trennwand rein und dann nimmst du die stückchenweise nachher raus, dann passt das auch. Okay. Wir haben ja auch 6 Us bei uns jetzt drin und da 2 Weibchen, das passt alles. Der Rest alles. Vermehren die sich? Ja. Ab 3-4 Jahre sind die Us geschlechtsreif. Ja.
Und dann vermehren die sich, ja. Wenn sie ihre Ecke haben, wo sie ein bisschen geschützt sind dann, wo dann das Weibchen zur Aufzucht und zum Brüten sich zurückziehen kann ein Stück, dann passt das. Also nicht denken, ich weiß, ich habe ihn am Laufen. Aber ich will nachhaltig was schaffen. Und ich denke, das ist ein guter Schritt in die richtige Richtung. Ja, es ist bescheuert, das wissen wir alle. Warum, ey, über, wenn ich sage, das wird so ein neuer Running Gag, ich habe eine Idee. Hm? Das ist neu. Es findet aber auch keiner mehr lustig. Finde wirklich keiner mehr lustig. Ich verstehe gar nicht, warum. Gut, also haben wir den Grundstein dafür gelegt. Wir kümmern uns jetzt darum, dass das gebaut wird, sage ich jetzt mal. Wo? Sollen wir anders machen? Da überlege ich aber tatsächlich, entweder mit Rundstein ist schon geiler, wa? Würde alles hier dazu passen. Ja. Klar, sieht doch schön aus. Na, es muss ja zum Balkon passen. Richtig. Das könnte gut aussehen. Simon. Natürlich, bevor wir jetzt noch in langen Schwelgen, ne, wir, ja. Du hast ja nicht das letzte Wort, das hatte nämlich unser Kollege Frankie. Richtig. Ein geiler Typ. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns zum Weihnachtsmarkt. Ich freue mich auf euch und seid euch schon mal so viel bewusst. Wir werden kulinarisch schon wieder ein bisschen abreisen für euch. Und fett werden. Ein Tod müssen wir sterben. Das stimmt. Ich danke euch. Bis später.